Weiter geht's mit Workers and Resources. Und hier entsteht es. Hier wollen wir es bauen. Unsere Reichenviertel. Ja, also nicht das Reichenviertel, sondern auch ein Stadion und viele andere Dinge, die ihr vorgeschlagen habt. Und darum wollen wir uns heute kümmern. Also lasst uns loslegen. Und bevor wir das machen, habe ich mir lange überlegt, ob wir ein paar Leute mal hier ins Land holen sollen. Und ich habe mich dazu entschlossen, wir werden es tun. Wir werden uns ein paar Einwanderer holen. Und die tatsächlich auch für Rubel kaufen. 1, 2, 3, 4 und 1. Das ist so das Verhältnis, was ich mir vorstelle. Da machen wir 1, 2, 3, 4. Da ist soweit alles voll. Ja, dann machen wir nochmal 1, 2, 3, 4. Und 1. Und dann sollten wir eigentlich jetzt auch mit genug Leuten besudelt sein. Ihr seht, wir sind jetzt immer noch bei nur 30 Arbeitslosen, obwohl wir eine ganze Menge Leute gekauft haben. Und ich habe mir auch da die Statistiken nochmal angeguckt und mir das auch für dieses Jahr nochmal angeschaut. In der gesamten Republik. Moment, ich zeige es euch mal fix. Dieses Jahr. Also wir sehen wirklich, wir haben nur minimal mehr Geburten als Todesfälle. Letztes Jahr sah das etwas besser aus, in diesem Jahr nicht so viel besser. Und wenn wir die Fluchten noch dazu rechnen, hat die Bevölkerung tatsächlich abgenommen. Warum fliehen die Leute natürlich? Weil wir Probleme natürlich haben mit den 21-Ringen. Wir können ihm einfach nichts bieten und die hauen dann ab. Das ist im Gegensatz zu früher tatsächlich anders geworden. Die nehmen sich die Füße in die Hand und verziehen sich. Und das Problem ist auch, dass natürlich die Gesundheit hier auch einen großen Einfluss hat. Und da haben wir uns drum gekümmert. Deswegen hoffe ich, dass langfristig das Thema stabiler wird jetzt. Aber da müssen wir halt einfach drauf, da müssen wir einfach nachgucken. Aber das wird schon. So, gut. Dann, bevor wir uns da hinten drum kümmern, möchte ich hier noch einen weiteren Umbau machen. Ich möchte nämlich ein Treibstoff-Exportlager uns holen. Und das hat im Großen und Ganzen ein Hintergrund. Und jetzt sag mir nicht, das passt da vorne nicht. Echt, das passt nicht? Na, dann muss ich das echt hier hinbauen. Ja, gut, dann müssen wir das so machen. Einmal dahin bitte. So. Da schließen wir dann die Straße an. Können im schlimmsten Fall auch einfach hier einen Querweg machen. Den da einmal ran. Das kann auch alles mit unseren Mitteln gebaut werden. Das brauchen wir auch nicht mit Rubel machen. So, dann geht bitte einmal eine unterirdische Rohrleitung daran. Oh, dass wir das mal vernünftig machen hier. Einmal ein bisschen nach unten bitte. Und dann so einen Bogen. Ah, schon einen schicken Bogen. Einmal daran. So. Und das Ding werden wir auf... Boah, wie viel brauchen wir denn? Wie brauchen wir denn jetzt intern im Moment? Ich weiß nicht. Also wir werden das auf jeden Fall... Ah, wir können das hier gar nicht begrenzen, ne? Ja gut, dann ist es so. Auf jeden Fall, meine Idee ist, dass wir langfristig erstmal dieses hier volllaufen lassen und danach das für den Export. Das hat ganz einfache Gründe. Wir können das auch erstmal komplett ausschalten. Das ist auch kein Problem. Aber ich will es auf jeden Fall schon mal vorsehen, denn das Problem ist folgendes. Wenn wir dieses Treibstofflager hier volllaufen lassen und da kommt ein Zug und holt das ab und bringt das weg und, ne, und so weiter und so weiter. Und wir sehen ja, wir haben immer das Problem, dass dieses VZ, das sehen wir hier, Verbindung zwischen Fördermotor und Ölpumpe wird nicht unterstützt. Das heißt nicht, dass die Verbindung nicht unterstützt wird, das heißt nur, dass die Information, was hier drin ist, über die Förderpumpe nicht hierhin gelangt. Das heißt, er weiß das nicht. Und der fährt entsprechend einfach auch so los. Ihr seht, der hat keine Bitumen mehr, der hat wenig Treibstoff, deswegen fährt er jetzt mit weniger Bitumen. Und das ist das, was ich verhindern möchte. Deswegen gibt es hier auch noch ein zusätzliches Bitumenlager, sodass wir wirklich
die volllaufen lassen, das interne Lager. Das interne Lager ist dann wirklich für die Verteilung verantwortlich mit LKWs zu allen möglichen Sachen, mit dem internen Zug und so weiter. Und da werden wir wahrscheinlich hier hinter noch irgendwann ein intern und extern Export machen. Das klingt erstmal doof, aber dann gibt es ein externes Exportzentrum und ein internes. Das interne wirklich für intern aus dem internen Lager, das externe nach extern aus dem externen Lager. Und warum machen wir das Ganze? Das Problem ist, dass wir den Treibstoff ja selbst produzieren für die gesamte Republik oder Volksrepublik in Zukunft. Und wenn wir das nicht machen, dann könnten wir das Problem haben, dass wir irgendwann durch den Export auf dem Trockenen sitzen und uns somit tatsächlich die komplette Industrie für Momente blockieren. Und das ist eine Sache, die möchte ich halt auf jeden Fall verhindern. Aber das ist dann tatsächlich, das ist noch Zukunftsmusik. Okay, gut. Dann sieht's hier an der Front, wow, das sieht echt gut aus. Wie sieht's hier vorne aus? Sind wir schon ein bisschen weitergekommen? Ja, ein ganz bisschen schon. Also das sieht auch gut aus. Okay, dann haben wir das Thema erledigt. Und dann können wir uns jetzt um den hier kümmern. Ihr seht, ich hatte hier nochmal ein bisschen das Ganze abgeflacht und nochmal ein bisschen vernünftig gemacht, dass wir so eine halbwegs gerade Kante haben. Und hier vorne ist auch nochmal irgend so ein komischer Buckel, aber das ist nicht so schlimm. So, dann möchte ich hier zentral gerne ein Stadion bauen. Das hattet ihr euch auch gewünscht, damit die Leute hier auch wirklich hinreisen können. Und es gibt ja hier einen zentralen Busbahnhof. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ausreicht. Wir werden auf diese Seite auf jeden Fall noch eine kleine Bushaltestelle platzieren. Oder wir machen das hier vorne, das müssen wir dann sehen. Auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal ein Stadion bauen. Jetzt muss ich schon wieder gucken, wo das abgeblieben ist. Da hinten. Da habe ich mir auch schon ein schickes ausgesucht, nämlich das hier. Und das kommt einmal daran. Und da müssen wir da vorne echt noch mehr planieren. Ich fasse es nicht. Jetzt muss ich hier echt noch mehr planieren. Okay, das ist vielleicht jetzt in der Nacht gar nicht so schlecht, dass wir hier planieren. Machen wir mal ein bisschen schneller. Dann haben wir zumindest auch nicht allzu viele Verluste hier. So. Gucken wir mal, ob wir das jetzt bauen können, das Ganze. Ja, da passt's hin. Ja. Einmal. Einmal dahin, bitte. Und ich muss sagen, ich finde das sehr hübsch. Hier hinten, direkt passend, hier am Grünstreifen dran. Hier haben wir schön alles eingeebnet, dass es sehr gerade aussieht. Wunderbar. Was machen wir noch? Ich würde nämlich sagen, wir bauen uns hier an der Seite einen kleinen Parkplatz hin. Hier vorne kommt natürlich ein Vorplatz hin, hier in diesem Bereich. Und ich hoffe, dass wir hier noch was vernünftig anschließen können. Wir machen erstmal einen Gehweg, das geht. Einmal dahin, einmal mit Rubel bitte. Und dann wollen wir an den Gehweg anschließend einen kleinen Kiosk. Ja, also hier an beiden Seiten ein Kiosk. Ich denke, das ist beim Stadion immer irgendwie Standard. Da ist irgendwie immer so ein kleines Ding an der Seite. So, jetzt mal gucken, wo ich einen geschickten Kiosk habe. Da ist er. Hoffen wir mal, dass wir den da rankriegen. Und, ja, es geht nicht. Ah, ist das schade. Kriege ich da echt keinen Weg mehr von ab. Ah, schade, es geht wirklich nicht. Hier vorne auch nicht, ne? Ne, gut, dann lassen wir das. Dann müssen wir den Kiosk hier hinten hinbauen. Und hier an die Seite machen wir bitte einmal Straße, Platz für Flugzeuge, dekoratives, so ein Schotterplatz. Genau, einmal von hier ab bitte. Nach dort. Und dann einmal das gleiche in die Richtung. Das wird man hinterher nicht sehen. Das ist im Prinzip nur dieser Schotterplatz, den wir hier gemacht haben. Das sieht dann mit diesem Weg halbwegs gerade aus. So.
Dann werden wir das gleiche einmal hier machen. Gehen einmal da hoch. Da rein. Ja, das sieht gut aus. Dann gucken wir mal, dass wir dort eine Straße abkriegen. Obwohl wir erst noch mal kurz nach einer Bushaltestelle gucken. Ich weiß, wir hatten beim letzten Mal so eine richtig hübsche Bushaltestelle gefunden, die, wie ich fand, da sehr gut für zusteht. Die hier. Die können wir sehr gut da oben mit anschließen. Pass mal auf, wir machen das nochmal anders. Wir werden das Stückchen dann nochmal abreißen. Und setzen dort oben diese Bushaltestelle ein. Die finde ich einfach sehr, sehr, sehr hübsch. So. Einmal dahin. Ah, die sieht ein bisschen schief aus. Dann müssen wir die wirklich mal am Raster ausrichten. Ah, es wird nicht besser, ne? Es wird nicht besser. Ne, das Raster ausrichten bringt hier tatsächlich gar nicht so viel. Einmal dahin. So. Die Verbindung daran. Eher dahin. Einmal bauen, bitte. Und hier kommt jetzt noch ein Kiosk ran. Vielleicht finden wir auch irgendwas anderes Schickes noch. Also ein Kiosk auf jeden Fall. So. Und dann vielleicht noch ein kleiner Watchtower oder sowas. Das ist vielleicht auch mal ein nettes Gimmick hier unten. Ja, finde ich. Oh, das finde ich sehr hübsch. Ein kleiner Watchtower. Einfach nur zur Überwachung. Zack. Ob die Leute hier auch ja das Richtige machen. Damit es hier auch ja keinen Ärger gibt. Und natürlich ein entsprechender roter Stern, wenn wir herunterkommen und irgendwann unsere Mannschaft bejubeln. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Aber dazu müssen wir erstmal die Straße hier ziehen. Obwohl, den können wir auch da hinsetzen. Und passt das? Ah, schade, das passt nicht. Dann bauen wir den vielleicht. Bauen wir vielleicht das Monument hier hin. Okay, das können wir auch hier hinsetzen. Das gefällt mir. Das sieht gut aus. Einmal dahin. Dann die Straße, bitte. Einmal daran. Und den Rest machen wir jetzt hier vorne auch mit dem Platz voll. Dem hier, bitte. Das sieht natürlich auch alles schon irgendwie sehr schief aus. Aber wir müssen mal hinterher mal gucken, wie sich das in der Realität verhält. So, das könnten wir eventuell wieder abreißen hier. So. Na, gucken wir mal, ob das so geht. Wenn das hinterher fertig ist, sieht das mit Sicherheit sehr schick aus. Hier vorne mit dem Kiosk, hier der Parkplatz. Hier müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas Sinnvolles bauen können. Das werden wir dann sehen. So, wie sieht es da aus? Wir sind da immer noch nicht sehr viel weiter, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Gut. Dann nehmen wir uns das nächste Thema vor, unser Bonzenviertel. Und auch da habe ich mir überlegt und schon mal angeguckt, was wir bauen können. Es gibt nämlich diese wunderbaren Häuser hier, die hier unten. Und das ist für mich wirklich so der Inbegriff, ja, eines Viertels der Reichen dort. Und ich möchte das gerne allerdings ein bisschen anders bauen. Die Leute sollen natürlich ihr eigenes Einkaufszentrum bekommen. Also es ist für mich einfach nicht vorstellbar. Deswegen gehen wir hier mit einer Straße einmal lang. Da machen wir auch Snap to Grid an. Es ist für mich einfach nicht vorstellbar, dass die Leute wie normale Menschen irgendwo einkaufen gehen. Also das ist, weiß ich nicht, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So, Moment, wir machen das nochmal weg. Nochmal ein bisschen weniger. Einmal nach da.
Dann werden wir hier am Ende der zentralen Achse von diesen Dingen, werden wir einmal so eine Vierersiedlung bauen. Ja, das finde ich da ganz schick. Genau. Einmal dahin. Da setzen wir uns einmal einen Weg entlang. Der geht daran. Das können wir schon mal in Auftrag geben. Und hier kommen jetzt die ersten Gebäude ran. Da müssen wir mal gucken. Da stelle ich mir ein paar schöne... Also auf jeden Fall ein Lebensmittelmarkt muss dahin. Ja, also ein Lebensmittelmarkt muss dahin. Dann, obwohl, das ist nur ein reiner Lebensmittelmarkt, ne? Nein, 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 nein. Okay, entschuldigt bitte. Also ein reiner Lebensmittelmarkt natürlich nicht. Da soll am Ende des Tages natürlich schon ein kleines Einkaufszentrum hin. Und mit Verbindung, perfekt. So, dann brauchen die natürlich auch noch eine eigene Kneipe. Ja, ist ja wohl selbstverständlich, dass die gut Betuchten hier auch eine eigene Kneipe brauchen. So, dann brauchen die natürlich auch noch ein eigenes Kino in meinen Augen. Da müssen wir mal gucken, ob wir was Schönes, Kleines finden. Da stelle ich mir so ein kleines Theater vor oder so, das sehen wir dann. Aber ich möchte auch noch eine kleine Schule und einen kleinen Kindergarten hier oben bauen. Jetzt muss ich nur mal sehen, ob ich wirklich was Kleines habe, was dort reinpasst. Der wäre doch ideal. Der ist doch super. Den dahin. Der hat natürlich sehr viele Kinder mit 600. Das ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen cheaty, ne? Also... Ah, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich muss den echt mal rausschmeißen. Der gefällt mir nicht. Nee, der gefällt mir nicht. Vielleicht gucken wir nochmal nach einer kleinen Schule. Und ich gucke offline dann nochmal nach neuen Kindergärten. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr einen kleinen Kindergarten habt, so der hier wirklich reinpasst, dann postet den Link gerne mal in die Kommentare. Wir gucken mal nach einer kleinen Schule. Ah, die sind mir alle zu groß. Was brauchen wir alles nicht? 250 Schüler, 720... Oldschool. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das könnte man gut hier vorne hinsetzen. Ja, finde ich gut. Und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht doch noch irgendwas habe in Richtung Kindergarten. Ah, doch, das ist schon okay, das Ding. Aber wir setzen das... Ah, doch, wir setzen den mal mit hier rein. Doch, das machen wir. So, dann haben wir hier eigentlich alles. Und hier habe ich auch übrigens kein Problem mit den Fußgängerüberwegen hier direkt drauf. Ich zeig euch sogar, warum bald. Das wird nämlich noch eine besondere Zone werden. So, das machen wir nämlich auch alles darauf. So. Und was wir hier vorne noch machen werden, das wird selbstverständlich die ganzen Leute, ja, das wird natürlich, wird das eine 30-Zone. Können wir das schon setzen? Ja, einmal da rein bitte. Und ich glaube, beim Reinfahren und dann werden wir hier mal die Straße... Die werden wir nicht abkürzen, aber wir werden das dann jetzt da runterführen. Haben wir den Snap to Grid noch an? Ich würde es nämlich gerne hier hochbauen. Man ignoriert mich im Spiel. Einmal dahin. Na, das jetzt nicht unbedingt. Das geht nicht. Dann machen wir es einmal dahin. Und ich... Oh Gott, was ist das denn für ein komisches Ding, ey? Und einmal dahin. So, also hier fährt er rein. Dann müssen wir hier bei der Ausfahrt noch eine setzen. Ich meine, so müsste das sein, oder?
Nein. Jetzt müssen wir echt mal gucken mit der 30-Zone. Ich meine, das war bei der Einfahrt, müssen wir die setzen. Bei der Einfahrt und jeweils bei der Einfahrt. Kann sein, dass das erst fertig wird, wenn wir die Straßen gebaut haben. Dann warten wir mal ab, bis die Straßen hier gebaut sind. Und dann sollte das da besser werden. Einmal bauen, bitte. Hier vorne können wir noch ein paar Sachen hinsetzen. Das sehen wir dann. Aber jetzt brauchen wir natürlich noch weitere Häuser. Und auch natürlich hier einen Fußweg runter. Damit die Leute natürlich auch da unten hingehen können. Aus welchen Gründen sie das auch immer machen sollten. Können wir da hoch? Ah, schade. Das geht natürlich nicht. Können wir das vielleicht mit einer Brücke oder so machen? Oder mit einem Tunnel? Ah, das wäre auch ein bisschen arg cheaty, sowas. Nee, nee, nee. Das gucke ich mir auch nochmal offline an, ob wir das noch besser machen können. Im schlimmsten Fall machen wir das hier wirklich mit einer Busverbindung hin. Das kriegen wir schnell hin. Okay. So, dann können wir schon mal weitermachen. Und hier ist der Eingang. Na, das müssen wir auch nochmal umsetzen. Das gefällt mir da auch noch nicht. Gut, dann setzen wir jetzt erstmal die nächsten Häuser hin. Den brauchen wir mal ein bisschen Variation. Einmal da bitte. So, dann setzen wir die einmal dahin. Jetzt mal gucken, wie weit wir die weggesetzt haben. Auch ungefähr so in dem Abstand. Mhm. Damit das gleichmäßig aussieht, kommen natürlich auch da nochmal Fußwege hin. So. Dann möchte ich jeweils an die Ecke hier und an die Ecke einen kleinen Parkplatz bauen. Denn die Leute werden natürlich auch langfristig natürlich mit Autos versorgt. Ich denke, das ist auch irgendwie klar, ne? Da bauen wir natürlich auch noch irgendwie einen Parkplatz hin. Muss ich den nur mal wiederfinden. Das ist der Sportplatz. Wahrscheinlich hier. Genau. So, was haben wir da Schickes? Ein kleiner Cobblestone-Parkplatz für 16 Fahrzeuge. Oh ja. Der ist schick. Einmal direkt dort mit ran, bitte. Zack. Dann gucken wir, dass wir hier vorne noch ein paar schicke Häuser hinbauen. Vielleicht finden wir ja sogar ein Zweier. 15, 16, 8 ist, ja, schade, das ist nur ein Einer. Obwohl das so auch ganz gut aussieht, muss ich sagen. Einmal dahin. Einmal dahin. Ja, einmal einen Auftrag geben. Dann würde ich sagen, ist unsere Bonzensiedlung hier auch schon soweit fertig. Hier sind dann die Häuser. Hier vorne gibt es ein paar zusätzliche Sachen. Und wenn wir hier wirklich noch mehr brauchen, dann haben wir hier an der Seite noch Kapazitäten übrig, um die Siedlung für Notfälle zu erweitern. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir gucken mal, wie weit die Bauten hier sind. Da ist wahrscheinlich noch nicht allzu viel passiert. Ja, das wird noch eine ganze Weile dauern. Wir müssen hier immerhin eine ziemlich weite Strecke überbrücken, auch mit den Dingern. Da sind wir auch noch nicht angekommen. Also das wird alles noch dauern, bis wir hier sind. Aber das wird, ihr Lieben, das wird. Und hier vorne ist der nächste Teil der Brücke schon fast fertig. Sehr nice. Oh, und was wir natürlich vergessen haben hier oben. Komplett ist Strom. Komplett vergessen. Eieieiei. Daran habe ich ja... da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht. So, wie kriegen wir da jetzt am besten Strom hin? Von hier, ne? Hm. Mit einer zusätzlichen Leitung. Hier lang. Das ist die einzige Option, glaube ich, ne? Ja, wir versuchen das mal einmal da lang. Aber das ist auch
Ah, das geht von hier ab. Pass mal auf, wir machen das nochmal anders. Wir gehen mal kurz in die Pause. Reißen einmal den hier weg. Den hier weg. Er kommt bitte daran. Er kommt bitte daran. Und er geht bitte... Das können wir schon mal für Rubel bauen. So. Und er geht bitte daran. Gucken wir, dass wir das halbwegs identisch machen. Dass es wirklich gleichmäßig aussieht. Jetzt müsste es eigentlich passen. Genau. Einmal dahin. So, und jetzt müssen wir das mit... Jetzt bauen wir das einmal mit Rubel. Jetzt trennen wir die Verbindung hier hinten auf. Zack. Dann werden wir dich nach da bauen. Dahin. Nach da. Einmal mit Rubel bitte. Dann können wir jetzt von hier aus Verbindung ganz in Ruhe nach Möglichkeit hier schön parallel bauen. So, und das ziehen wir jetzt hier einfach weiter bis nach da. So. Ja, sehr gut. Von hier aus machen wir dann zwei Abzweige an die Stelle. Dann gucken wir mal, ob wir eventuell so einen Mittelspannungsverteiler brauchen. Ah, ich weiß nicht. Nee. Ich glaube, der normale Abzweig hier sollte eigentlich auslangen an die Stelle. Eine kleine Lehmstraße bitte. So. Dann ihn da angeschlossen. Jetzt platzieren wir erstmal unsere Trafos. Brauchen wir natürlich ein bisschen was für. Also, hier unten muss auf jeden Fall einer hin. Und da haben wir das Ganze nämlich auch vergessen. Wir setzen ein bitte nach da. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich da noch eine Verbindung rankriege. Ansonsten, es geht mit der Lehmstraße. Okay, gut. Also, dann gucken wir mal, dass wir das auch halbwegs gerade hinkriegen. Einmal da entlang. Das sieht irgendwie doof aus, ne? Nee, das machen wir unterirdisch. Nee. Also das kommt mir hier in das Bonzenviertel, kommt mir keine oberirdische Leitung rein. Gucken wir mal, dass wir das wirklich mal vernünftig, weil ich glaube, dafür hat man noch gar keine Tiefe definiert, oder? Kann es sein, dass die erste unterirdische Leitung ist? Das kann sein. Das kann echt ganz gut sein. Also wir machen die auf... Tja, was machen wir da? 15 Meter? Bisschen viel, oder? Wir machen das mal auf die Tiefe. In der Hoffnung, dass das reicht. Einmal dahin. Richtig hübsch will er das auch nicht machen. Dann versuchen wir das mal manuell. Einmal dahin. Einmal da lang. Und bitte eine... Naja, Kurve macht das auch nicht wirklich. Okay, dann machen wir es direkt ohne Kurve oder so ein Klatsch. Einmal daran. Und du gehst bitte auch mit ein bisschen Tiefgang einmal da hinten hin. Und einmal daran. Okay. Gut. Passt. So machen wir das. Einmal in Auftrag geben bitte. Und das können Sie auch durchaus selbst bauen. Und jetzt gucken wir uns nochmal das Thema Wasser und Abwasser an. Das müssen wir auch noch machen.
Da wollen wir natürlich, auch uns anschließen. Eine Water Substation. Der braucht nichts, aber die braucht natürlich alle Wasser. Das könnte man gut in die Ecke bauen. Ist die Frage, ob wir da irgendwo einen Abzweig haben. Abwasser könnten wir einleiten. Ah, Wasser ist echt ein Problem, ne? Wir könnten hier einen Switch anschließen. Oder das müssen wir bergauf pumpen. Ah, das müssen wir mal, testen. Wir machen die Substation, mal hier vorne. Und dann setzen wir da unten einen Switch hin. Das müsste hier eigentlich reichen. Genau. So, dann bitte einmal. Den nach da. Jetzt machen wir einmal kurz die Leitung hier auf. So, du gehst daran. Du daran. Und das Rohr hier kommt mit einer Tiefe von, was haben wir gesagt? 7 Metern. Eigentlich eher 8. Schön Bogen bitte nach dort. Mhm. Das bauen wir mal direkt mit Rubel. Den bitte auch. Und das bauen wir dann danach. Okay, und einmal das ganze Thema Abwasser bitte. Der geht einmal dahin. Ob wir alles erwischt haben. Ja, sieht gut aus. So, da müssten wir eigentlich das gleiche machen können. Das sollte auch tatsächlich überhaupt kein Problem sein. In meinen Augen. Wir haben ja da vorne einmal in die Richtung. Genau. Wir haben ja da vorne genug Möglichkeiten, dass das runterfließt, das Ganze. Einmal da. Ist das jetzt angeschlossen? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das angeschlossen ist. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt habe ich das abgerissen und jetzt brauche ich ein besseres Gefälle. Ernsthaft? Mich veräppeln? Na. Grrr. Soll ich jetzt die ganze Leitung neu machen oder was? Okay, das geht. Gut, dann machen wir das einmal dahin. Und dich einmal nach da. Das würde ich sogar gleich so liegen lassen. Auch das einmal fix mit Rubel. Die Verbindung auch einmal mit Rubel. Und dann haben wir es. Dann ist unser Viertel hier fertig. Also natürlich nicht gebaut, aber geplant. Sehr schön. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.